Was geht ab, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, wir sind wieder ein Milizsoldat mit einer schweren Milizrüstung natürlich und stehen vor der Mine, die wir jetzt eigentlich durchsuchen wollen. Da wir letzte Mal die Minecrawler-Höhle da hinten auseinandergenommen haben und die Bluthunde hier, gehen wir jetzt in die Mine hier, die eigentlich das letzte hier im Canyon ist, was wir erkunden können. Und ja, liebe Freunde, aber das seht ihr nach dem Intro. So, meine Freunde, auf geht's, auf geht's. Wir wollen in die Mine gehen und uns da mal umsehen. Mal gucken, ob wir da was Interessantes finden. Ja, als Söldner sind wir ja ein bisschen weiter hier vorne reingekommen. Wie spät haben wir das eigentlich? Wir haben es 9.11 Uhr. Gut, ich hoffe, es ist nicht zu dunkel für euch. Ein Rapier. Guck mal, so ein Ding haben wir doch schon mal gehabt. So, die Truhe ist zu weit entfernt. So, rechts, links. Okay, rechts, links, links, rechts, rechts, links. Gut. Was haben wir da denn für ein Amulett? Amulett der Flammen. Schutz vor Flammen. Das ist schon mal schön. Können wir vielleicht mal verkaufen oder so. Gut. Ja. Also. Wir sind jetzt in der Mine. Und ja, wenn ihr keine weiteren Verfolgen verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und dann werdet ihr jedes Mal benachrichtigt, wenn ein neues Video kommt. Und ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Der Stollen ist eingestürzt. Dann gehen wir hier mal weiter. Minecrawler, hallo. Na, ihr beiden? Kommt mal her zu Papa. Hallo. Oh Gott, wo geht das? Was ist das denn hier noch alles? So, gute Nacht, habe ich gesagt. Horn eines Schattenläufers, Horn eines Schattenläufers, Schattenläuferfell. Okay. Wargfell, interessant. Dunkelpilze. Ja, hier wurde eine. Oh, eine Rune. Spruchrolle. Ein Degen, aha. So, nicht, dass die Kamera gleich hier oben spinnt. Ja, das Rapier haben wir. Runenschwert haben wir natürlich auch. Wir haben eine Rune bekommen. Leichte Wunden heilen. Mhm, nicht schlecht. Aber wir haben auch noch einen Ring bekommen, merke ich. Habe ich gerade noch. Aha. Feuerring, Ring der Eisenhaut. Ring des Priesters. Und Ring der Heiler. Wir haben jetzt zwei Ringe. Oh, Entschuldigung. Ring der Priester und Ring der Heiler. Das ist schon mal gut. Wir sind drei Brüder aus einer Kaste. Zusammen sind wir stärker. Das steht bei beiden Ringen. Ja, gut. Dann haben wir da schon mal wieder den nächsten Ring gefunden. Das ist doch schon mal schön. Sehr schön. So. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was wir jetzt ausfressen können. Wir haben ja jetzt die Herrenhäuser der Erbauer, der Mörder von Angus und Hank, Skip ist auf dem Trocknen, Garrets Kompass, die Kraft der Fokussteine, eine Rüstung der Banditen, Reliquien, Raven, Raven Sklaven, Gold für Brutus. Gold für Brutus? Gold? Achso, ja, okay, das ist im Minental. Schürfer und Erz, genau, das ist die.
Beweise, die Blutkelche aus Maul, Lucia, Banditen in Jacks Leuchtturm, Joe, die Vermissten. Okay. Gut. Ja, hier im Canyon haben wir jetzt erstmal nichts mehr zu tun. Da müssen wir erstmal gucken. Mörder von Jack Sloy, hier Mörder von Angus und Hank sind, das ist ein, müsste ein Bandit sein. Ja, das Thema Orks hier, ne, das ist heftig. Man kriegt den Ork ja auch nicht alleine zu packen, weil die ja ständig aufeinander hocken, die beiden. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir das doch irgendwie hin. So, so, der, genau den Stall hatten wir auch schon. Da können wir jetzt erstmal mit Francis reden. Ja, hallo, wo sind wir denn hier? Snapperkraut? Eine Höhle nur mit Snapperkraut, das ist doch mal genial. Und das sehen wir jetzt erst. Finde ich trotzdem gut. So. Gut. Dann haben wir hier schon mal alles. Ja, wir gehen ja mal ins Piratenlager. Grog haben wir eigentlich noch nie. Da haben wir eigentlich schon Grog genug. Genug Grog. Holla. Ein Lederbeutel eben. 25 Gold. Okay. Ja, dann gehen wir doch mal gleich mal gucken. Was hier. Ja, Skip braucht ja irgendwie seinen Rum. Ich weiß ja nicht, was für Skip auf dem. Wartet. So. Skip hat anscheinend 20 vielleicht an die Banditen verloren. Er will sie zurück. Angus und Hank sollten sie mit ein paar Banditen treffen, um es um zu handeln. Sie wurden nie. Die Suche von Morgan und Bill blieb erfolglos. Angus und Hank hatten östlich immer. Die Höhle ist wohl. Ja. Haben wir Skip schon gesagt, dass sehr gut, dass sie tot sind? Ich meine schon, ne? Wow, was. Oh, da oben trinkt was zu trinken. Dann nehmen wir doch gleich mal mit. Wenn da was zu surfen steht. Eine Fläche rum. Oh, eine Säge. Das ist schön. So. So. Er hat auf die falschen Leute gehört. So, hallo Skip. Wegen des Grogs. Dir fehlen 20 Flaschen, sagst du? Ja, verdammt. Das war mein gesamter Vorrat. Okay. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Okay, hi Francis. Ich hab hier was für dich. Okay. Wir speichern mal. Gib mir den Schlüssel zu Gregs Hütte. Du machst wohl Witze. Ja, das hat er wirklich behauptet. Das ist eine schlimme Sache. Ich gebe dir 2000 Goldstücke. Junge, was du verlangst, ist Meuterei. Aber
Wenn ich es mir so recht überlege... Ach, gib schon her. Muss ja keiner erfahren. Hier hast du den Schlüssel. Aber mach schnell, bevor Greg wiederkommt. Und kein Wort zu den anderen. Klar? Warte mal, nee, das ist ja jetzt nicht die... Das war ja jetzt nicht der Sinn dahinter. Ich will ja keine 2000 Goldstücke für den bezahlen. Das ist eine schlimme Sache. So. Der hat ja nichts für mich. Ja, Samuel dachte, der hat was verbuddelt. Hey. Ich will meine Ration Grog abholen. Ohne Grog macht ihr wohl gar nichts, wie? Richtig so. Hier hast du Grog erhalten. Was hast du sonst noch? Bei mir gibt's alles, was ein Pirat zum Überleben braucht. Schinken, Bier, Wacholderwein und Sumpfkraut. Laborflasche, Stängel, Sumpfkraut. So, jetzt haben wir 20 Flaschen davon. Mal gucken. Onkel Skip, ich habe hier was für dich. Vielleicht kann ich ihm die ja ergeben. Wenn nicht, dann ist das auch gut. Ja, Francis kriege ich so nicht. Ich will mir nicht nur das... oder kann man da nur so... Nee, ich weiß es nicht. Ich wundere mich über gar wegen des Grogs. Hier hast du deine 20 Flaschen. Was denn? Umsonst? Sag mir nicht, naja, dass du das nicht gewusst hast. Okay, ich werde sie dir bezahlen. Hast du vielleicht irgendwas Interessanteres als Gold? Was denn? Umsonst? Na, habe ich vor Jahren in einer stickigen Hafenkneipe beim Glücksspiel gewonnen. Der Kerl sagte damals, er sei magisch. Keine Ahnung, ob das stimmt. Vielleicht willst du ihn statt dem Geld. Ja, das hat er wirklich behauptet. Nehmen wir den Ring oder? Ich weiß es nicht. Gib mir mal den Ring. Gib mir den Ring. Hier hast du ihn. So, dann gucken wir mal. Ring, 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 Ring. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Aha. Ring der Eisenhaut. Das war doch schon vorher klar. Feuerring. Okay, das war ein Dings hier, ein Schutzring. Meinst du, mir geht es besser? Wie sieht's aus? Im Moment ist es ruhig im Lager. Also werde ich mich ein bisschen entspannen. Und an deiner Stelle... Ja, würde ich dir das Gleiche empfehlen. Seit die Banditen da sind, kann sich das schneller ändern, als uns lieb ist. Okay. Gut, der hat sein Wasserhandel. Zeig mal, was sein Grog, nicht sein Wasser. Schwerer 2, Orkschlechter. Machete. Piratensäbel. Alte Machete. Schissaxt. Grobes Schwert. Ja, so, was haben wir denn hier? Was können wir nochmal verkaufen? Das Runenschwert behalte ich mal. Das Rapier kann ich verkaufen. Richtstab kann ich verkaufen. Degen. Also, komm mir nicht so. Ich werde mich da nicht einmischen. Bei mir schwarzes Erz. Alles nur Gerede. Das ist doch alles nur geregelt. Schwarze Perle. Kostet 1000. Ist das wirklich? Nehmen wir mit. Einfach, weil wir es können. So. Erzähl dir doch nichts Neues. Das ist doch kein Geheimnis. Ja, das hat er wirklich behauptet. Snapperkraut. Danke, nehme ich einmal mit. Gut. Dann bewegen wir uns jetzt mal. Ja.
Zu den Wassermagiern. Von da aus können wir nämlich überall hinlaufen. So. Hallo, Fokustein. Ups. Riordian. Hallo, mein lieber Freund. So. Jetzt bewegen wir uns mal in die Richtung. Hier haben wir ein paar Warane, die sind ja nicht mehr so schlimm. Au, 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 au. Schrei mal nicht so rum, ja. So. Meine Spruchrolle. So. Haben wir hier denn was? Noch eine Spruchrolle und ein Lederbeutel. Meine Güte. Das ist ja gar nicht mal so schlecht, dass wir hier hochgelaufen sind. So. Ja, gucken wir jetzt mal weiter. Aua, das hat weh. So, dann trinken wir noch mal ein bisschen Heiltränke. Müssen unbedingt Heiltränke haben. Deswegen gehen wir gleich erstmal zu Kronos und holen uns ein paar Tränke. So. Nichts zu plündern. Fang Heuschrecken. Vielleicht sogar noch ein paar mehr. So. Sterb doch, meine Güte. Da ist nichts zu holen. So. Hallo, treff die mal. Treff die doch. Mensch, danke. Und jetzt treff den auch noch. Danke. Lass dich doch nicht von den unterkriegen. Danke. So. Nichts zu holen. Wenn er nicht hier daneben geschlagen hätte, wäre das einfacher gewesen. So. Wir gucken mal. Feuerkraut, aha. Da steckt auch ein Pfeil in der Dings drin. Jetzt liegt da noch ein Pfeil unten, okay. Ja, wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Snapperkraut. Können wir ganz viele Getränke der Geschwindigkeit herstellen. Wenn wir das gelernt haben. Ein bisschen Alchemie würde ich gerne lernen. Zum Beispiel hier für Stärketank oder sowas. Da sind Schnappers. Da sind Warane. Genau. Genau, da geht's runter. Da oben haben wir auch schon was. Stimmt, wir können da oben mal hin. Aber ich loote schon wieder wie so ein Schwein. So. Wir wollten jetzt erstmal hier oben alles erkunden. So. So.
Vielleicht finden wir ja was Interessantes. Wäre ja cool. Interessant, oder? Müssen wir noch eine Etage höher, wa? Weil wir haben von oben mal, einige Riesenfangheuschrecken gefunden. Gesehen, nicht nur gefunden, noch gesehen. Ja, die Dunkelpizza können wir mitnehmen. Könnte man später gut gebrauchen. So. So. Genau, hier ist nämlich die Wand. Können wir denn hier einmal hier durch? Genau, und da sind sie. Die wir da oben, von oben gesehen haben. Zwei Stück. Wollte gerade sagen, willst du nicht an die mal sterben? So. Nichts zu holen. Fangheuschrecke, Fangheuschrecke. Ja, ich weiß, wir brauchen noch einiges an, Erfahrungspunkten. Wo kommst du denn her? Was machst du denn hier? Nichts zu holen. Nichts zu holen. Chillt erstmal ein Razor hier in der Hütte. Läuft bei ihm. So. Okay, da geht's runter. Da will ich mal lieber nicht reinfallen. Aber interessant, wo wir hier rauskommen. Das ist schon mal sehr interessant. Also sind wir beim Sumpf. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier so die Wand in der Wand entlang. Hier ist ein Skelett. Interessant. Hallo. Fällst du ja runter? So. Ja, okay. Und jetzt baue ich mal hier in der Nähe von der Felswand. Erstmal so. Gucken wir erstmal, wo wir da so hinkommen. Aha. Hier ist eine Höhle. Wir speichern mal. Wir gucken mal. Wir gucken einfach mal, was wir hier so finden. Eine Molerathöhle. Interessant. Und ganz viele Dunkelpilze. Also auch wieder ganz viele Dunkelpilze, Butlerfleisch. Interessant. Interesting, interesting. Gut. Ja, lohnt sich mal hier durchzustöbern, ne? Viele Dunkelpilze und Butlerfleisch. Kann man ja mal benötigen. Gut. Gut, da haben wir die sowas auch schon. Wolltest du schon wieder hoch oder nicht? So. So. Da ist eine Sumpfgasdrohne. Komm mal her, dicke Knolle. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Hä? Da. Nichts zu holen. Da ist wieder nichts zu holen. Okay. Interessant. Man sieht auch nicht viel.
Kampf, Gas, Drohne. Halleluja. Und noch mehr Sumpfratten. Oh oh. Noch so eine. Da ist nichts zu. So, ganz viele Sumpfratten. Wartet mal, wir trinken jetzt hier mal hier ein Sch. So. So, 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 so. Vielleicht sehen wir hier was, aber nee. Ein Waran. Kuckuck. So. Alles schon ziemlich eng hier. Muss man auch aufpassen wegen allem anderen hier. Ja, da voll das komische Geräusch gerade. Speicher mal. Läuft da denn? Oh, Sumpfratten. So, die Sumpfgasrunde hat uns auch schon gesehen. Ja, wir müssen echt aufpassen, wo wir hier rumlaufen, ne? Hallo. Alter, hat die Schaden gemacht. Justus, ne? Ja. So, wir speichern wieder. Mal eben aufpassen hier. So, Waffe wieder ziehen. Kuckuck, warum haben sie? Da. So. Ah! Ich weiß ja noch nicht mal, wo es hier überall hingeht, ne? Aua! Schon wieder! Ich wollte gerade sagen, willst du mich jetzt vergackeiern? So. Wollte ich nicht gerade noch eben zu Kronos gehen? Boah, Alter. Wir speichern. Ich weiß nämlich nicht, wo wir sind. Alter. Nichts zu holen. Nerv mich nicht, Rosa. Da ist nichts zu holen. Ich glaube, wir haben einen der Herrenhäuser gerade gefunden. Und noch einer!
Interessant, interessant. Gut. So. Butlerfleisch. So. Davon haben wir genug. Können wir besser nehmen als hier unsere Heiltränke. So. So, meine Freunde. Ja, die Zeit ist leider wieder um. Wir haben, glaube ich, eins der Herrenhäuser gefunden. Deswegen, ja. Werden wir das dann in der nächsten Folge uns einmal anschauen. Und, ja. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Dann lasst eine Bewertung da. Und, ja. Wenn ihr natürlich keine weiteren Videos mehr verfassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und bis dahin sage ich erstmal tschüss, haut rein, ich bin Herz und bis dann.